Ja, hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Heute stelle ich euch das Maxtron MT1-2 vor. Das kann man bei BayWa kaufen für unter 1000 Euro. Ich habe es für 999 Euro gekauft mit den 8-Gang-Schaltungen, eine V-Bremse vorne sowie hinten und LED-Scheinwerfer. Genau, das sind die Scheinwerfer. Habe ich noch nicht ausprobiert nachts, weil ich das Fahrrad erst gestern geholt habe. Bin schon ein bisschen rumgefahren, Akku ist vollgeladen, hier aus dem Display, rechts zeigt es an die Geschwindigkeit, kann man die Geschwindigkeit einstellen, wie viel unterstützt werden soll, bis 25 km/h, links halt die Anzeige, wie viel Power das Ding noch hat, ist sehr übersichtlich, genau, 8 Gänge hat das Teil, ja, kostet unter 1000 Euro. Ich denke mal, für den Preis kann man nicht viel falsch machen, weil das fühlt sich echt gut an. Also wenn man fährt, hier die Griffe sind ziemlich gut gummiert, also hat man ziemlich einen guten Halt. Die Bremsen fühlen sich auch stark an. Natürlich erwartet man jetzt kein Rennrad oder so, aber für, keine Ahnung, fürs nächste Dorf fahren oder halt für hier einkaufen reicht das total aus. Wir haben hier noch einen Gepäckträger. Verarbeitung finde ich komplett solide. Also die ist echt gut für den Preis, weil ich war jetzt beim Fahrradhändler und das Billigste war, glaube ich, über 2.500, 3.000 aufwärts. Und dann denke ich mir so, das muss ja nicht sein. Genau, was haben wir hier noch? USB-Anschluss und unten noch so ein Auflade jetzt zum Aufladen, so ein Anschluss, wenn der Elektromotor leer ist. Genau, also Verarbeitung ist echt gut. Finde ich jedenfalls für den Preis. Ständer natürlich dabei. Wie kann man hier den Sitz verstellen? Also gibt es bei BayWa gerade für 999 Euro und ich finde, da macht man nichts verkehrt mit dem Teil. Man kann auch ein bisschen Offroad fahren, wie ihr sehen könnt, das ist nicht so okay, man unbedingt das Hügel nicht fahren, aber so kleine Strecken, so Offroad-Strecken gehen schon mit den Reifen. Aber prinzipiell für die Stadt ist es echt solide und gemütlich, wir können ja mal eine Runde fahren. Ja, ich bin echt begeistert für den Preis. Also der Akku kommt von Samsung, also der kann ja nur gut sein. Also Samsung, ich nehme ich eine Marke. So sieht es aus, der Tacho. Jetzt kann man hier den Assistent einschalten. Guck mal, das hilft, unterstützt damit. Also Verarbeitungsqualität ist echt ziemlich gut, finde ich jedenfalls für den Preis. Macht nichts verkehrt, Batterie kommt auch Markenqualität von Samsung, hat 36 Volt, 11,6 Ampere, 417,6 Watt, steht ja drauf. Könnt ihr mal ablesen, wenn ich es mal scharf stellen würde.